Herzlich willkommen nun zum achten Teil meiner Reise durch Schwalmtal mit Andreas Gisbert. Heute wollen wir mal hören, wie der Karneval sich in der Gemeinde Schwalmtal so zeigt. Und wir sind hier vor dem alten Gebäude, das alte Rathaus. Es wird Jahr für Jahr am Altweiber Donnerstag gestürmt. Und ich freue mich auf Miriam Knüppel. Das ist die Obermöhne hier aus Schwalmtal, aus Waldnil, und auf Andreas Gisbert, den Bürgermeisterkandidaten hier der Gemeinde. Habt viel Spaß und ich bin gespannt, was ich Neues erfahre. Ja, ich freue mich heute über den Karneval sprechen zu dürfen. Der Karneval, der mir natürlich auch sehr, sehr, sehr nahe liegt. Und freue mich, Miriam Knüppel herzlich begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Miriam. Guten Morgen. Und gut geschlafen heute? Ging so. Es ging so. Ja. War zu warm? Nein, aufregend. Aufregend. Aufregend auf jeden Fall soll es heute sein. Denn ich habe dir jemanden mitgebracht. Und da du ja als Obermöhne hier in Waldnil unterwegs bist, denke ich mir, kannst du vielleicht irgendwann mal sein Rathaus stürmen, und freue mich natürlich wieder heute Morgen Andreas Gisbert hier begrüßen zu dürfen. Morgen Andreas. Moin zusammen. Moin moin. Moin. Hast du denn gut geschlafen? Ja, eigentlich schon. War nicht mehr ganz so warm, also ich habe eigentlich ganz gut. Hat gut getan, ne? Ja. Wenn wir hier das Rathaus, das alte historische Rathaus im Hintergrund sehen, ist da wirklich ein wunderschönes Gebäude. Ja, ein super schönes Gebäude. Ich glaube, letztes Jahr gab es sogar einen Wettbewerb von Berlin-Niederrhein, meine ich, schönstes Rathaus am Niederrhein, und wenn ich mich nicht ganz irre, erster Platz. Also, ja, tolles Respekt. Gebäude. Ja. Also ich finde es auch sensationell. Ja. Und Miriam, jetzt bin ich ehrlich, ihr stürmt also ein so berühmtes Rathaus? Ja, mit voller Überzeugung und voller Brunst. Und ja, ich habe mit meinen Mitmöhnen darüber gesprochen. Ich darf zu Franz Sitzecke und einen der Bürgermeisterkandidaten persönlich kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss er erstmal raushauen, was er macht, ob er vielleicht den Karneval abschaffen will im Rathaus, ob er mitmacht, ob ich ihn an die Hand nehmen muss und sagen muss, komm, ich zeige dir das. Aber bei einem Herrn Gisbert glaube ich eher weniger, dass man ihm Karneval zeigen muss. Aber ja, noch ist es meiner. Du darfst gerne. Ja, Moment, was heißt noch ist es meiner? Was ist denn das? Das ist der Rathausschlüssel. Dann hat das alte Rathaus aber ein großes Schloss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ein schweres Schloss. Und ein schweres Schloss. Andreas. Sieht schwer aus. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, sieht relativ schwer aus. Du darfst natürlich nicht übernehmen zu C-Zeiten, wir wissen nein, das nein, ja. Genau, ja. Aber du darfst ihn dir angucken auf jeden Fall. Sehr imposant, ja. Imposant. Ich glaube, die Miriam hat schon schwerer zu tragen. So, das wie es aussieht, der wiegt schon einiges, denke ich. Ja, aber es ist natürlich ein schöner Schlüssel, der einiges hermacht. Ja, er macht einiges her. Ich glaube auch. Auf ja gut, genau. Es hängt viel Tradition dran. Machen wir uns nichts vor. Tradition ist der Karneval. Und in diesem Jahr, Andreas, könnte es ja knapp werden mit dem Karneval. Wir haben es dieser Tage vernommen. Man überlegt jetzt den Karneval grundsätzlich abzusagen. Ja. Das ist wie bei den Schützenfesten. Zweimal das Brauchtum wird komplett gestrichen. Ist eine traurige Geschichte. Oder wäre eine traurige Geschichte. Ja, absolut. Ich bin ja auch ein Karnevalist. Bin in Dürken sehr aktiv. Ja, im Orpheum. Und von daher haben wir auch eine große Verbindung zum Karneval. Aber man muss natürlich auch sehen, irgendwie schlagen bei mir dann noch zwei Herzen ab. Das ist natürlich super traurig, wenn Schützenfest, wenn Karneval abgesagt wird. Auf der anderen Seite, Corona ist da, ja, und solange wir das nicht irgendwie im Griff kriegen, sodass die Gesellschaft auch wieder sagt, okay, jetzt trauen wir uns aber dazu, rauszugehen, ist eine Absage zumindest nachvollziehbar. Also ich sehe es genauso. Ich meine, ich bin ja selbst Karnevalist. Und man muss ja ehrlich sein, man muss an die Menschen denken und auch die Frage sich immer wieder stellen, kommt überhaupt der Spaß rüber, wenn du dann in einem Saal vielleicht sitzt mit Mundschutz und es sind nur wenige Menschen da, dann ist der Spaß ja nicht ganz der, den wir mal hatten. Nein, das ist richtig. Also die Vernunft sollte über Spaß liegen. Auf jeden Fall. Das sage ich auch. Aber es ist natürlich, der Kopf sagt, okay, alle Achtung, es stimmt, wir haben Corona, wir müssen aufpassen. Aber das Herz sagt, verdammt, warum? Weil es ist, wir haben für uns festgestellt, ein Leben ohne Schützenfest und Karneval geht, ist aber einfach sinnlos. Ja. Nach der ganzen Zeit, es fängt an weh zu tun, es fehlt was, die Vorbereitungen waren da, sind da. Auch mit dem Rathaussturm laufen natürlich die Gedanken, was für einen Bürgermeister bekommen wir? Dürfen wir die Tradition weiterleben lassen? Weil wir haben sie an einem Küchentisch mit Reinhold Schulz zusammen mit selbstgemachtem Eierlikör seiner Frau haben wir dieses Kind geboren. Ich habe das jetzt dieses Jahr, das 11. Jahr mache ich die Obermöhne hier in Waldnil. Wir sind auch kein Verein, wir sind einfach nur ein Zusammenschluss von Frauen, die Spaß an der Tradition haben. Genau, und wir treffen uns, vorher mache ich mit der Frau Jennissen einen Termin aus, wo der Herr Bürgermeister dann Zeit hat, der dann ganz würdevoll auch bei uns Möhnen den Schlüssel auslösen muss, wo wir dann sagen, okay, das passt uns, das machen wir. Dann wird auch durch die Presse die Schlüsselübergabe im Rathaus stattfinden. Ja, mal gucken. Also wir sind auf der
Einschränkung denkst, dass der gegen Sekt, Schnaps und so ausgelöst werden muss. Moment, dann will ich jetzt mal kurz einhaken. Okay, Andreas, okay. Das ist natürlich ein ganz hohes Gut. Absolut. Gegen Sekt, gegen irgendwelche auch antialkoholischen Dinge, weil sind ja auch Kinder im Karneval unterwegs. Wärst du dieser Tradition gewappnet, frage ich schon. Also sind schon harte Herausforderungen. Ja, ja, so das denke ich mir. Sekt und Saft und was alles dazugehört. Nein, okay, ganz ehrlich, ich finde die Tradition super. Ich war letztes Jahr, waren wir donnerstags hier. Ich bin selber, habe ich eben schon gesagt, Kind vom Karneval und kann ich euch zusichern, weil ich selber mit Herz und Seele dahinter stehe. Denk dran, es hängen noch deine Stimmen davon vielleicht. Ja, okay, aber unabhängig davon bin ich ein Kind des Karnevals und ich würde euch natürlich zusichern, dass wir diese Tradition weiter leben lassen, weil die einfach dazugehört. Ich finde ein Rathaussturm, wie der überall hier am Niederrhein oft praktiziert wird, ganz wichtig. Das ist ein hohes Traditionsgut und wäre alles andere als falsch, wenn man es nicht machen würde. Ja, und ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Es ist eine Tradition. Ja. Wir leben eine Tradition, die seit Hunderten von Jahren besteht. Und der Mensch braucht das. Der braucht auch gerade in diesen Zeiten immer einen Ort, wo man einfach sagen kann, das ist was Festes, eine Konstante. Da trifft man sich, da sieht man sich. Wenn es auch vielleicht erst im Jahr 2021 ist, aber trotz alledem sind Traditionen auch für dich, lieber Andreas, total wichtig. Ja, absolut. Ja. Wir haben darüber gesprochen, Schützenfeste, Brauchtum, Karneval, gehört alles dazu, zu einem dörflichen, zu einem örtlichen Leben. Ist auch wirklich generationsübergreifend. Ja, junge Leute, ältere Leute treffen sich da, sprechen miteinander, haben Spaß. Also, wenn man diese Tradition nicht weiterleben lässt, dann weiß ich es auch nicht. Also, das ist ganz wichtig. Ja. Es gibt keinen Grund, ihn nicht zu feiern, auf jeden Fall. Genau. Jetzt ist aber, Miriam, so, dass ich natürlich durch irgendwelche Quellen gehört habe, dass du den Andreas schon als kleines Kind immer geweckt hast. Richtig, stimmt das? Ja, stimmt. Wie kommt das? Hast du an der Tür geklingelt, bist abgehauen oder was passiert? Also alle zwei Jahre, jeden Sonntagmorgen um, ich sag mal so, zwischen halb sechs Uhr, habe ich bei denen vor der Türe gestanden und Musik gemacht. Aha. Und habe darum im Prinzip aufmerksam gemacht, dass er aufzustehen hat, dass gleich das Schützenfest weitergeht. Und ach so, also du bist Musikerin auch noch, nicht nur Obermöhne, du machst auch noch Musik. Ja, seit 30 Jahren spiele ich im Tammerkopf Schlammtal Amon. Okay. Und wir haben schon diverse Schützenfeste miteinander, unbewusst miteinander verbracht. Unbewusst, und, ja. Aber jetzt stehst du vor dem Kerl. Aus dem kleinen Jungen ist ein starker Kerl geworden, oder? Ja. Kann man nicht anders sagen. Ich freue mich da immer wieder. Als Mitglied der KVDÜ aus Löken und Musikerin und Obermöhne, hast du noch Zeit für einen Beruf und für die Familie? Ja, ich bin Mutter, drei Kinder. Drei Kinder, schön, ja. Ja, die sind alle, haben die gleichen Interessen. Wie kommt das nur? Ja, aber das weiß ich auch nicht. Also ich habe alle Kinder hochschwanger, jedes Schützenfest mitgenommen, weil ich gesagt habe, ich bin nicht krank, ich bin nur schwanger. Wenn solange es mir und dem Kind gut geht, mache ich das. Und irgendwie haben die das mit der Nabelschnur aufgenommen. Der Große spielt jetzt seit 6 Jahren die Marschtrommel, der spielt alle Märsche. Die Mittlere probiert sich an der Querflöte, der Kleine mit 5,5, der spielt die Pauke. Also ich habe da schon ausgesorgt, wir haben Nachwuchs im Trommlerchor, gar keine Frage. Super. Es ist alles vorhanden und natürlich für die wäre das jetzt die erste Saison gewesen, für die beiden mitzuspielen. Und demnach kommt natürlich Wehmut. Und wann geht es denn weiter, wann dürfen wir denn endlich, auch Mensch, wann hört das Corona auf? Und als Mutter fühlst du dich irgendwo immer in der Verantwortung, eine passende und richtige Antwort zu geben. Aber du musst immer sagen, tut mir leid, ich weiß es nicht. Ja, man muss ehrlich sein und ich glaube, die Entscheidung kann man noch keinem abnehmen. Ja, es gibt kranke Menschen, es gibt Menschen, die wir Rücksicht nehmen müssen. Ja. Für die wir es ja eigentlich auch machen, keine Frage. Ja, und das ist genau wie bei euch auch, das ist wie bei allen. Ich will auch das Thema Corona gar nicht überstrapazieren, sondern komme gerne wieder auf das Thema Rathaussturm auch zurück. Denn Andreas, diese Tradition, die Möhnen vor 11 Jahren hier in Waldnien haben aufleben lassen, ist eine schöne Tradition, ist eine tolle Geschichte. Jetzt stelle ich mir gerade vor, du stehst da oben am Rathaus und da unten kommt so eine Horde von, ich bin nicht böse, aber von wilden Weibern. Ja, ja. Da könnte einem Angst und Bange werden, oder? Ich glaube schon, das wäre, glaube ich, ein sehr imposantes und achtungsstiftendes Bild, sage ich mal einfach. Aber in der Regel hat der Bürgermeister, wer auch immer das ist, auch Verstärkung um sich herum. Ich glaube, die stellvertretenden Bürgermeisterinnen sind da. Also, er kämpft nicht ganz alleine, aber am langen Ende ist bisher der Kampf, glaube ich, immer verloren gegangen. Und so die Möhnen haben, glaube ich, immer durch die Bank gewonnen. Also, selbst mit Angst, ohne Angst, man hat, glaube ich, keine Chance. Das ist schwierig. Aber man hat keine Chance. Man lässt ihm ja auch keine andere Wahl. Mit eurem Charme, mit euren wunderschönen alten hergebrachten Kostümen und mit den Dingen, die rund um den Karneval erwachsen, ist es einfach eine tolle Tradition, wenn man dann den Bürgermeister in die Knie gezwungen hat. Man hat Einlass ins Rathaus und kann für 5 Tage regieren. Also ich sage das ganz ehrlich, wir tragen keine Kostüme, wir tragen wirklich alte Kleidung von Omas und Opas. Okay. Wir sind auch kein Verein. Jeder hat sein, das, was er anziehen möchte. Aha. Und zum Beispiel, ich habe den Pelzmantel von meiner Oma, wo die damals drin geheiratet hat. Ach. Den trage ich zum Rathaussturm. Ja.
Und, ist ja auch Winter, Mensch. Ja, und ich mache das jetzt seit 11 Jahren. Die Tradition lebt schon ganz, ganz lange. Hat leider aus dem Sterbefall von Reinhard Schulz damals ruhen müssen, wo wir alle Verständnis für hatten. Da haben wir gesagt, okay, das geht gar nicht. Und danach das Jahr haben wir das wieder weitergemacht. Für mich ist das ganz wichtig. Wir sind kein Verein. Wir sind auf alles Umliegende sind wir angewiesen. Umliegenden Karnevalsvereine, damit treffen wir uns in der Volksbank und haben ein Gespräch, wer was macht, wer welche Kosten übernimmt. Weil wir haben ja auch keine Kasse. Wir sind darauf angewiesen, eine Unterstützung zu bekommen. Und die umliegenden Karnevalsvereine, die haben sich so zusammengeschlossen, das ist wirklich eine Einigkeit, dass das alles funktioniert. Der Thomas Beuthen springt mit ins Boot, der Stefan Fahlhaus springt mit ins Boot, für die Strom und Elektrik und alles zu machen. Das ist einfach nur toll. Und wenn man dann hier steht und, ja, ich habe das dann nach dem Straßensturm, ich setze mich dann schon mal gerne ab von den Möhnen und stehe hier vor unserer tollen, vor unserem tollen Dom und gucke einfach runter und denke, wow, das war heute wieder ein toller Tag. Wir haben das Zelt voll, der Markt ist voll, es ist nichts passiert, das Ordnungsamt gibt mir es okay, es ist nichts gewesen, der Jugendbus, der Big Bus ist hier, verteilt kostenlos Würstchen und antialkoholische Getränke kostenlos an Kinder und Jugendlichen. Opfern auch das EFA, opfert seine Freizeit und steht hier und fängt die Kinder und Jugendlichen nach der Schule auf. Das ist für mich einfach ganz wichtig, dass ich auch weiß, ich kann feiern, ja, aber in einem Rahmen, wo ich weiß, alle sind da und alle sind versorgt. Ja, ja. Und keiner steht in der Ecke, sondern wie man das Lied auch kennt, komm, bring doch eine mit. Ja, und ist egal, was man mitbringt, ist am Ende immer das Richtige. Ja. Denn gerade auch die Kinder, die Miriam hat es ja angesprochen, Kinder, Jugendliche, da müssen wir doch aufpassen. Keine Frage, ja. Es gibt andere Beispiele, aber hier in Waldmiel, in Schwalmtal, da scheint die Welt am Altweiber Donnerstag noch in Ordnung zu sein. Erinnerst du dich noch an dein schönstes Altweiber, Andreas? Ja, ich erinnere mich in der Tat an wirklich schöne, viele Altweiber. Ja, ganz viele wahrscheinlich. Aber ja. Früher, als ich noch im Gymnasium hier war, in Waldmiel, wenn dann Altweiber Donnerstag war, da gab es sowas auch schon in der Art. Ich erinnere mich. Da war man 18, 19, ja, dann haben wir uns nämlich entweder bei der Volksbank getroffen oder gegenüber war damals eine Versicherungsagentur, ja. Da haben wir uns getroffen und dann ging es quasi auch hier zum mit der Klasse zum Markt hier und dann wurde natürlich erstmal geguckt, es gibt ein Bierchen, wie auch immer. Danach zurück zum Gymnasium, Sportstunde, also es war relativ irre, aber ich erinnere mich sportlich, genau, in die Turnhalle. Nein, ich erinnere mich wirklich intensiv an meine Schulzeit hier, verbunden dann auch mit Altweiber, war ja. Für uns immer ein Highlight, ja, das war natürlich klasse. Letztes Jahr, wie gesagt, war ich hier dann mal als Panzerknacker und... Das steht dir gut, ne? Der Drei-Tage-Bart. Ja, genau. Ein Kostüm prädestiniert. Da ist er auch geblieben, genau. Nein, insofern, es gibt hier viele, viele tolle Altweiber-Jahre bisher und ja, so soll es weitergehen, ne? Das wäre toll. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Miriam, zum Abschluss wollen wir natürlich die Zuschauer noch so ein bisschen mitnehmen. Wie läuft denn so ein Altweiber-Donnerstag bei euch ab? Ihr steht morgens früh auf und dann? Und dann heißt es erstmal zwei Kinder ins Übelkostüm rein... Mama und Papa ins Üle-Kostüm, dann geht es erstmal die Altweiber-Karneval-KV, die Üle-Tour los bis mittags. Oma hat in der Zeit schon gekocht, der Große kommt mit dem Fahrrad zu Oma und Opa geradelt. Dann lasse ich mich zu Hause absetzen, die Kinder sind bei meinen Eltern. Ich schmeiß mich in die Alte, laufe quer über den Markt zu Angelo, weil wir uns da intern treffen. Dann wird so ein bisschen vorgeglüht. Ja, und mein Mann übernimmt dann auch. Wobei ich aber immer wieder sagen möchte, Karneval geht auch ohne. Ja, natürlich, ganz aber wichtig. Man muss so ein bisschen Mut muss man schon Ach, in der Tasche Mut haben. Mut vor dem Bürgermeister. Nee, also ja, ein bisschen. So ein bisschen. Und dann ziehen wir dann auch als Gemeinschaft da los. Unsere Standmöhnen kann natürlich jeder immer wieder gerne auch zustoßen. Und dann gehen wir gemeinschaftlich, gehen wir hoch zur Volksbank. Da sind wir eingeladen, immer an Altweiber Donnerstag. Und dann wird dann da noch ein Sektchen getrunken mit der Frau Krähenhöfer, auch mit dem ganzen Team der Volksbank. Und von da aus ziehen wir dann mit der Musik quer durch den Kreisverkehr. Dann ist auch von der Polizei und Ordnungsamt alle Straßen abgesperrt, dass wir auch sicheren Fußes mit den Karnevalsvereinen auch wirklich hier am Rathaus ankommen. Dann ziehen wir einmal so von der Marktstraße an und am Rathaus winkend nach oben vorbei. Oh, oh, ich sehe ihn schon lächeln. Ziehen dann an unserer wunderschönen alten Eiche eine Runde. Und lassen uns dann zum Rathaus spielen, ja, und dann geht's eigentlich schon los. Und ja, dann meutern wir, und manchmal ist der Bürgermeister echt zäh, der lässt uns lange da stehen. Und um 15.11 Uhr haben wir hier Rathaussturm. Ja, und dann dürfen wir dann rein, dann schleppen wir den irgendwann mit runter. Natürlich, ich habe natürlich den ersten Ehrentanz mit dem Bürgermeister. Natürlich. Der wird dann durchgereicht durch die ganzen Möhnen. Ja, und irgendwann abends, dann sage ich so, Feierabend, morgen früh geht's mit dem KVD Ühlen wieder weiter. Okay. Karnevalsfreitag. Ja, und dann, ich wohne nicht weit weg von hier, dann gehe ich dann zu Fuß nach Hause mit der Möhnen-Sektbar. Da müssen wir zwei dann, wenn es so ist,
dann noch ein Schmüßchen aushandeln, dass du dafür stehst, dass wir unsere Sektbar mitbringen dürfen an Altweiber. Und ja, dann sind eigentlich meine Eltern schon mit den Kindern bei uns zu Hause. Die haben dann schon Abend gegessen. Das ist eigentlich so, wenn ich ganz ehrlich bin, seitdem die Kinder auf der Welt sind, der einzigste Tag im Jahr, wo ich sage, ab Mittag, Mama geht. Ist dein Tag. Der Tag gehört mir. Ja, ab morgen früh seid ihr wieder dran. Aber ich bin meistens so zu Hause, dass ich die kleinen Kinder, also von mir selber noch ins Bett bringe und dann auch abschalte und sage, so, das war ein toller Tag. Und morgen früh geht's weiter. Es hört sich fantastisch an, liebe Miriam. Und heute drehe ich das Spiel mal um. Du hast uns ein bisschen in die Welt des Schwalmtaler, des Waldniler Karnevals, der Möhnen mitgenommen. Dafür sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. Und heute drehe ich das mal um. Andreas, wir haben jetzt viele Wünsche schon von der Miriam gehört. Solltest du am 13. zum Bürgermeister gewählt werden von der Bürgerschaft, von den Bürgern von Schwalmtal, frage ich jetzt mal umgekehrt. Welchen Wunsch hättest du denn an die Obermöhne, an die Miriam und an die Karnevalisten hier in der Gemeinde? Ja, da bleibt mir im Grunde nur ein Wunsch über. Sollte es denn so sein, bitte nicht allzu hart rannehmen. Wir finden eine Lösung für jedes Problem. Es gibt immer eine Lösung. Wir finden eine Lösung für jedes Problem. Und dann feiern wir, denke ich mal, ganz gut zusammen. Also wir können das ja so machen. Wenn du das tatsächlich schaffen solltest, unser Bürgermeister hier zu werden. Meistens so am Ende Oktober, Anfang November haben wir die Schlüsselrückgabe. Ah, okay. Da könnten wir mal ohne Kamera so ganz gemütlich ins Gespräch kommen und dann können wir dir so einen kleinen Leitfaden mitgeben und ich denke mal, da werden wir schon eine Ebene finden und uns einig werden. Aber wie gesagt, den gibt es nicht kostenlos zurück. Ich habe hart gekämpft dafür. Ich bin da sehr zuversichtlich. Wir finden zusammen. Ich bin auch davon überzeugt. Und so sage ich Dankeschön, liebe Zuschauer, aber natürlich auch bei meinen Gästen, die am heutigen Morgen uns wirklich mitgenommen haben in die Welt des Brauchtums Karneval. Ob er in diesem Jahr stattfindet, das steht auf einem anderen Zettel. Aber im Herzen tragen wir alle drei den Karnevalisten ganz weit vorne. Und so sage ich Dankeschön noch einmal bei Miriam Knüppel, der Obermöhn. Hey, aus Waldniel, schön, dass du da warst. Vielen Dank, Miriam. Danke, dass ich da sein konnte. Dankeschön. Andreas, ich glaube, wir haben auch wieder vieles Neues erfahren. Absolut, heute ja, aus ja. Der Gemeinde hier in Schwalmtal. Sag Dankeschön für den Vormittag und wünsche dir eine schöne Woche. Wir sehen uns ja bald wieder. Und in dem Sinne, macht es gut, viel Spaß und wir sehen uns dann zum letzten Teil. In diesem Sinne, alles Gute, tschüss, sagt der Frank.